Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist chinesisch oder japanisch oder sowas in der Art, wie man hier sehen kann. Und das ist auf Englisch geschrieben. Ich werde es für euch auf Deutsch übersetzen, soweit ich es kann. Und schaut einfach das Video. Los. Die Geschichte basiert auf Berichten von Augenzeugen. Es war ca. 23:10 Uhr. Ich schleppte mich erschöpft nach Hause, nach Studiensitzungen in der Schule. Aber es war niemand in den Straßen. Es war sehr seltsam. In der Regel sehe ich nachts oft Menschen von ihrer Arbeit nach Hause gehen. Ich hatte sowieso schon Angst im Dunkeln. Ich schaute auf den Boden, während ich nach Hause ging. Plötzlich war da ein Schatten, obwohl niemand in der Nähe war. Ich schaute, wer da war. Und sah eine Frau, die vor mir lief. Doch sie sah sehr seltsam aus. Ich würde sagen, sie sah verkrampft aus. Sie bewegte sich komisch. Als sie sehr langsam lief, fühlte ich mich gefangen mit ihr. Hautnah sah ich sie viel besser. Sie hatte einen dreckigen pinken Schlafanzug an und sah so aus, als wären ihre Gelenke verdreht. Schlimmer, ihre Haare waren total durcheinander. Ich war so geschockt und blieb stehen. Es fühlte sich so an, als könnte ich nicht näher zu ihr. Ich habe den Mut dazu nicht. Wie du weißt, behaupten Leute, wenn du geschockt bist, kannst du nicht schreien. Genau das stimmt. Wo ist mein Baby? Ich hatte tausende von Gedanken. Oh Gott, ich wusste nicht, was ich dachte. Ich antwortete so weit, wie ich konnte. Da drüben. Ich wollte sie so weit wie möglich von mir fernhaben. Dann ging sie dahin, wo ich es gesagt habe, bis ich sie nicht mehr sah. Ich hatte Angst, ihr wieder zu begegnen. Ich versuchte, mich umzudrehen und den Apartmenthof zu verlassen. Ich konnte nicht mehr denken, aber ich wollte dahin, wo andere Menschen sind. Während diesem Moment schreit die Frau: Es ist nicht hier. Sie meint das Baby. Ich hörte sie von weitem schreien.
kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich hörte, dass mein Nachbar mich auf dem Boden fand und mich heimbrachte. So, das war eine kleine Geschichte. Ich habe versucht, so gut wie möglich zu übersetzen. Und wenn ihr wollt, kann ich den Link, oder ich setze den Link einfach mal in die Beschreibung. Und ja, bis dann. Ciao, ciao.